Die meisten wissen es eben nicht. Übrigens noch nicht mal die meisten meiner Kollegen nicht. Der Bundeswehrhaushalt ist 34 Milliarden groß. 34 Milliarden. Jedes Jahr. Und er soll auf 40 Milliarden steigen. Und die Medien sind voll damit, dass die Ausrüstung schlecht ist und dass man die Bundeswehr nicht gut aufgestellt ist und dass wir das doch erweitern müssen. Was aber keiner weiß, 34 Milliarden ist erstens eine hohe Hausnummer. Das ist so viel wie Verbraucherschutz, Justiz, Außen, Entwicklungshilfe, Umwelt und Bauen und Bildung und Forschung zusammen. Die fünf Haushalte, die auch nicht klein sind, haben so viel wie Verteidigung. Das heißt, Verteidigung, so ein Syrienkrieg beispielsweise, ist uns genauso viel wert wie Bildung und Forschung, wie Umwelt und Bauen und so weiter, alles zusammen. Also die ganze Prävention, wie immer hochgebracht wird, Entwicklungshilfe und so weiter, da bringen wir einen Bruchteil für auf. Aber Hauptsache, wir haben 16 Kampfeinsätze mit 5000 Soldaten und wir haben irgendwelche Gewehre, die dann nicht funktionieren, die wir dann austauschen. Und immer profitiert die Waffenlobby. Immer. Bei all dem, was wir machen, bei all dem profitiert immer die Waffenlobby, die meistens aber auch im öffentlichen Fokus nicht stattfindet. Das weiß fast keiner. Und diese Diskussionen zum Beispiel über den Bundeswehrhaushalt führen wir auch in der Fraktion eigentlich nie. Und man eigentlich weiß, wenn es da eine öffentliche Diskussion darüber gäbe, kann man die nur verlieren. Und da sage ich eins, wenn die Bevölkerung darüber abstimmen dürfte, wo denn die Steuern reingehen, dann wären wir nie bei 34 Milliarden. Und zwar auch nicht bei denen, die eine funktionierende Armee haben wollen. Ich glaube, nicht nur Pazifisten würden diesen Haushalt zumindest nicht bei 34 Milliarden sehen, sondern glaube ich auch Leute, die wollen, dass man da vernünftig aufgestellt ist. Und die ganzen Rechtspopulisten, die sind deswegen so erfolgreich. Nicht nur, weil die schräge Geschichten da machen und weil die sozusagen einen Sündenbock nehmen, sondern die sind deswegen erfolgreich, weil die etablierten Parteien so schlecht geworden sind und sich so entfernt haben von der Bevölkerung, dass die meisten einfach keinen Bock mehr haben und sagen, ist mir jetzt egal, wer da kommt, den Etablierten, den möchte ich zumindest mal einen mitgeben. Und solange das die Parteien nicht begreifen, wird es immer sowas wie AfD geben, da muss man in alle europäischen Länder gucken, da ist es teilweise noch schlimmer. Und große Koalitionen helfen sowieso eigentlich nur dazu, sieht man auch in Österreich, die Populisten zu stärken. Deswegen muss das aufgebrochen werden. Und ich werde mich zumindest dafür einsetzen und ich bin froh, dass es Organisationen wie Mehr Demokratie, aber auch Transparency, Lobby Control und so gibt, die Gott sei Dank mittlerweile auch immer mehr Gehör finden, damit man überhaupt mal eine Diskussion dazu führt. Weil, wie gesagt, nur der öffentliche Druck wird uns am Ende helfen. Jetzt aber erstmal vielen Dank.